Mission 7. Da gibt es nur noch 8, 9 und 10. So viel sei ich schon mal gespoilert. Wir spielen natürlich wieder auf schwer. Wo auch sonst. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Noch heute wache ich schweißgebadet auf, wenn mich das Inferno dieses unglückseligen Tages in meinen Träumen heimsucht. Wie konnte dieses Artefakt eine derartige Macht besitzen? Hätte ich die Katastrophe verhindern können? Immer wieder quälten mich diese Fragen, als ich mit bloßen Händen in den Ruinen der heiligen Stadt nach Überlebenden grub. Während der dichte Ascheregen leise wie grauer Schnee zu Boden sank und das ganze Ausmaß der Katastrophe entblößte, erkannten wir, dass nichts vom einstigen Glanz der Tempelstadt geblieben war. Grace Bonnet und Liang Wu waren nach dem schrecklichen Ereignis selbst halb ohnmächtig, errichteten aber mit vereinten Kräften ein Lager und begannen mit der Versorgung der Bevölkerung. Und Finn? Der Feuerregen hatte den Nebel um seinen Verstand weggebrannt. Der qualvolle Ausdruck in seinem Gesicht wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Wer anderen Qualen bereitet, bereitet sich selbst die meisten Qualen. Fragt mich jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ich finde das ja einen sehr tollen Spruch. Mein Gott, was habe ich getan? Das habe ich nicht gewollt. Hätte ich das geahnt? Meine Tat ist unentschuldbar. Oh, grausamer Schlag des Schicksals. Der wichtigste Tempel meines Volkes. Welch schwarzer Tag für das gesamte Kaiserreich. Diese Katastrophe ist ohne Beispiel. Falkquist, ihr werdet euch vor dem Kaiser für eure Gräueltat verantworten. Vielleicht lässt der Milde walten, wenn ihr den Wiederaufbau des Heiligtums unterstützt. Ihr werdet sofort damit beginnen, ein Gerüst zu errichten. Ich flehe dich an. Wir sind doch Freunde. Hilf mir, meine Schandtat gut zu machen. Das ist... Ich habe alles hier zerstört. Ihr wollt Halkwist trotz allem helfen? Ihr Gutmensch. Aber gut, es wäre vermutlich klug, ein Kontor nahe dem Heiligtum zu errichten, um das Baumaterial für den Wiederaufbau einzulagern. Wie sie alle aussehen. Kapitän auf der Brücke. Fällt mir gerade ein, habe ich das jetzt eigentlich auch? Nein, ich bin sauber. Was geht euch im Kopf herum? Ihr dürft nun euer Alle Anliegen anderen verstaubt bis zum Geht nicht mehr. Sehr schön. Himmelswillen, was für eine Tragödie. Die Menschen sind obdachlos. Und all diese Kultgegenstände aus den Tempeln. Ich werde mich hier in der Nähe der heiligen Stadt einquartieren und helfen, wo ich kann. Warte auf Anweisung. Kapitän auf der Brücke. Das heißt, wir sollen da Materialien rüberliefern. Ich glaube, das kriegen wir gerade noch so gebacken. Vor allem ist es dieses Mal wieder kein Let's Stress, sondern ein gewöhnliches Let's Play. Denn wir haben Zeit. Viel Zeit. Und das macht das Ganze doch viel entspannter. Ich schaue noch gerade, wo ich am besten. Hier kann ich besten ein Konto errichten. Recht viel was Besseres gibt's ja wohl kaum. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Apropos, wie schaut's eigentlich mit Nahrung aus? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Jetzt die Wollproduktion, die Lehmgrube steht. Habe ich dort Fischerhütten? Eine, zwei Holzfälle. Ich werde noch ein, zwei Jagdhütten bauen.
Ich werde jetzt hin und wieder beschleunigen, einfach um das Let's Play nicht so in die Länge zu ziehen. Nein, 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 nein. Oh. Schön verbaut. Weil ich beim Ranklicken noch ans Mausrad gekommen bin. Ah. Ihr müsst das Holz bis zum Heiligtum bringen. Zum Schluss fällt es Liang Wu noch ein, uns beide für die Katastrophe verantwortlich zu machen. Warum sollte er das tun? Egal, ich muss Holz und Werkzeug holen. Ach, da hinten hin muss ich. Dann hierher und dann hierher. Und dann läuft es. Ich stelle nur gerade eben so leicht entgeistert fest, ich habe keine Werkzeugproduktion. Die wurde mir weggerissen. Warte auf Anweisung. Der Kaiser ist äußerst aufgebracht über diese Tragödie. Finn Hallqvist, er ist eine Gefahr für das gesamte Reich. Damit wurde ich eigentlich erkunden. Hm. Wir sind unterwegs. Es ist eben nicht eins zu eins dieselbe Karte, obwohl man es eigentlich glauben könnte. Sondern es ist eine eigene Karte und das ist irgendwie wieder eine Katastrophe. Das größte Problem dabei ist, um Werkzeug herzustellen, brauche ich selbst Werkzeug. Ich bin immer noch wie gelähmt. Mein ganzer Körper zittert, wenn ich auch nur an diesen schrecklichen Feuerregen denke. Ja, den hat's genauso erwischt. Und das Feuer war übrigens nicht wirklich Saurons Auge, sondern eigentlich das Auge des Drachen. Da steht ein Christbaum. Ach ja, das sollte ich euch vielleicht auch sagen. Ich nehme heute am 27. Dezember auf und während der Weihnachtstage ist ein Skript im Spiel, das an bestimmten Dorfplätzen Tannenbäume stehen. War mir eine Ehre. Ich habe auch einen. Das habe ich ganz vergessen. Wenn man zu bestimmten Zeiten spielt, gibt es so nette Gimmicks. Ja. Es kann sofort losgehen. Dann erkunden wir mal mit dem Schiff hier weiter. Wir brauchen nämlich schließlich irgendwo eine Insel, wo wir Alkohol herstellen können für unser Volk. Und dann sollten wir langsam auch mal schauen, unsere Siedlung in Schwung zu bringen. 10 Tonnen, ich brauche nur 6 Tonnen, also ich kann 14 Tonnen abladen. Was wünscht ihr? So. Sch
Sprich, wir brauchen 40 Tonnen Holz auf dieser Insel. Land voraus! Zuckerrohr. Die Insel dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Jep, da haben wir ursprünglich Zuckerrohr auch angebaut und rumgebrannt. Ja, ursprünglich. Ein schönes Wort dafür, oder? Was wünscht ihr? Ich denke, wir sind nun nahe genug am zerstörten Heiligtum. Von hier aus können Träger das Holz zur Baustelle transportieren. Das ganze Heiligtum zerstört. So, wieso ruckelt das Zeug immer wieder so? Temperaturen sind alle im Normalbereich, dürfte eigentlich nichts sein. Egal, Eine Insel wurde entdeckt. Gut, jetzt ist es wie gesagt langsam mal an der Zeit, die Siedlung hier wieder aufzubauen. Liefert Holz zu den Überresten des Heiligtums. Das Artefakt muss vor nichtswürdigen Strolchen wie Hallqvist beschützt werden. Bin am Weg. Ruinenstadt hier. So kann's gehen. Eigentlich extremst traurig. War eine wirklich schöne Stadt hier. Brauchen die noch, eben noch 20. Ja, ich hätte auch das hier mitnehmen sollen. Naja. Mein Ding jetzt ist halt jetzt, dass ich Werkzeug produzieren kann. Damit ich da möglichst schnell an das Selbstversorgungsprojekt wieder rankomme. Noch etwas Holz und dann passt das Ganze wieder. Komm schon, bisschen Holz, jawohl. Damit sind wir wieder mit den wichtigsten Stoffen selbst versorgt. Und das macht das Ganze doch etwas entspannter. Zumindest etwas, wie gesagt. So, jetzt brauche ich nochmal ca. 10 Holz. 11 wären halt ideal.